Moin, moin, moin Leute, zurück zu einer weiteren Folge auf der Interkaffee. In der heutigen Folge werden wir unsere Tiere auf unseren Hof holen. Vier Tiere, vier Kühe hat unsere einer Mitarbeiter schon geholt. Der Mitarbeiter hat hier noch, wir haben noch einen neuen Anhänger geholt, einen Krone Emsland. Ohne Rückband, den können wir auch noch komplett als Beinwagen benutzen. Einen alten 5 Tonnen Wassertank, können wir auch mit Milch transportieren, müssen wir halt immer nur sauber machen. Aktuell ist er für Wasser. Ja, man muss ihn per Fronder da runterheben und so, aber gut, wir wollen jetzt hier mit dem 5, 6, 14er los. Fahren jetzt los mit denen. Hier hängen wir unseren Einachser, nicht unseren Einachser hinter. Unseren ausgeliehenen Einachser Viehtransporter hinter. Und fahren wir mal Richtung Viehhändler und holen unsere weiteren Kühe. Wir werden irgendwie so einen Stand zwischen 16 Kühe oder so erstmal machen. Ich habe jetzt 4, das heißt noch 3 mal fahren. Ja, dann müssen wir versorgen mit Stroh, Heu, Silage, Ballen. Und ja, kriegen wir alles schon hin. Ja, wie gesagt, fahren jetzt Tiere holen. Fahren wir auch noch ein bisschen versorgen. Tiere versorgen oder mache ich nebenbei immer mal in der Folge. Aber auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal zum Viehhändler hin. Holen die nächsten Holsteiner Kühe, Milchkühe. Und werden dann, ja, auf jeden Fall ein oder zwei Touren fahren, vielleicht auch alle drei, weiß ich noch nicht, muss ich mal schauen, wie es so aufgeht. Aber ich denke mal, wir werden auf jeden Fall die Tiere holen, komplett in der heutigen Folge und vielleicht noch anfangen zu versorgen. So, Schafe wollen wir nicht. Wir wollen Holsteiner Kühe. Ja. 4 Stück. Wunderbar. Jetzt geht das Geld schon mal weg. Ja, wir machen das mit unserem 32 km/h Schlepper, mit den alten 614er von unserem Onkel, der ja jetzt schon längere Zeit auf dem Betrieb ist. Hier hat mal wieder die LKWs mal wieder einen Unfall gebaut. Müssen wir mal eben den Verkehr ein- und ausschalten. Und hoffen, dass er nicht rumspinnt, der Verkehr. Ja, das ist immer, wenn da auf der Brücke zwei LKWs aneinander kommen, irgendwie haben wir zu große Kollisionen und kommen aneinander. Und ja. Höhenbrunnen sind wir jetzt wieder. Eben waren wir ein bisschen außerhalb von Höhenbrunn beim örtlichen Viehhändler. Dritte Graschen liegt jetzt auch. Haben wir auch schon gemäht. Müssen wir jetzt noch schwadern natürlich und auch Wänden fahren. Heute müssen wir noch mal gucken, wie das Wetter wird. Werden wir alles heute machen hier in der Folge, denke ich mal. Heute wird schon ein bisschen mehr reden und so in der Folge und bisschen Viehtransport muss auch mal sein, weil Tiere liefern können wir uns nicht lassen, ist zu teuer. Machen wir mal jetzt Warnblinker rein. Das Auto lassen wir noch rüber, weil wir müssen nämlich rückwärts hier rein in die gute Stube. Jo, warte mal ein paar Moment. Wir müssen noch mal vorziehen. Wir müssen hier mal gegenüber reinfahren. So. So, jetzt werden wir hier einmal kurz Feststellbremse reinmachen. Wir müssen noch mal einmal kurz aussteigen. Wir müssen hier mal eben die Tür noch mal aufmachen. So. Können wir mal eben gucken, ob das passt. Ja, wir müssen eigentlich noch weiter rüber. Männer da. Hier rum.
So. Machen wir hinten die Luken auf. Und dann tun wir den mal rüber. So. Schwupp. So, hier draußen laufen sie rum. Unsere guten Holsteiner Kühe. Wenn wir mal ein bisschen Mist und Gülle produzieren, dann langsam mal anfangen. Aber vorher müssen wir jetzt noch ein paar Wagen holen. Fischstäbe werden wir raus. Und ab dafür. Und ab wieder zum Viender. Ja, was gibt's sonst so? Ja, bei mir ist alles gut. Ich hoffe, bei euch auch. Raschnitt sieht auch ganz gut aus. Wetter müssen wir gleich noch mal gucken, kurz, wie das Wetter so wird. Und dann schauen wir mal. Ja, für solche Arbeiten ist der 6-Vizer schön geeignet zum Düngen, zum Düngerstreuen auch, weil er schöne schmale Reifen hat. Müssen wir nicht extra einen Trecker mit der Pflegebereifung ausstatten. Können wir alles mit dem 614er Trecker machen. So, mal wieder Holsteiner Kühe. Jetzt gucken wir einmal kurz. 8 Tiere haben wir jetzt, 4 holen wir noch. Dann sind wir bei 12 Kühe. Wettermäßig kann man Heu machen. Na, sieht bewölkt aus und Regen ist auch angesagt. So, wird nichts mit Heu. Not müssen wir eine Wiese länger, ein bisschen länger liegen lassen, auch wenn sie noch mal nass gerieben wird. Müssen wir mal schauen, wie wir es machen. Und auch was wir jetzt für Ballen pressen. Ich weiß nicht, ob wir noch mal große Ballen pressen, also Rund oder Quader, sondern oder ob wir eine kleine HD-Ball nehmen. Da könnt ihr gerne mal abstimmen. Oben rechts blende ich mal was ein. HD-Ballen oder nicht. So. Verkehr hier. Um 8 Uhr morgens schon. Nur wenn wir jetzt hier schon reinfahren, in die Gegenüberbucht, weil wir schon einen LKW hinter uns haben. So. Und dann können wir jetzt langsam, gemütlich, wenn nichts, kein Auto oder sonst was kommt, können wir zu unserem Kuhstall rüberfahren. Da wäre mit dem LKW ganz schön schwierig geworden, glaube ich.
Ja. Wir werden auch 4 Tiere holen. Dann sind wir bei 16 Kühen. Ich denke vielleicht, wenn ich geldmäßig noch ein bisschen was übrig bleibt, werde ich auch noch auf 20 Kühe aufstocken. Aber ich habe mir gedacht, erstmal 16. Ja, oder? Mach ich 20. Mal 20 Kühe. Ja. Ja, ich glaube, wir machen. Wir machen glatte, gerade Summe 20 Tiere machen wir. 20 Milchkühe. Oder Rinder sind sie aktuell noch. Milchkühe sind sie noch nicht. Die müssen jetzt einmal kalben. Und ja. Wollen wir mal in die Rinderzucht mal ein bisschen einsteigen mit 20 Rindern. Und dann schauen wir mal weiter. Weil wie gesagt, später Sommer ist hier. Temperaturen sind ganz okay eigentlich für Heu. Vielleicht werde ich doch mal versuchen, eine Wiese Heu zu machen. Das heißt, eine Wiese werde ich auf jeden Fall mit dem Wender bearbeiten, wahrscheinlich einmal alle Wiesen sogar und dann ein oder zwei Wiesen in Dreckschwatt legen, ja ein bis zwei Wiesen in Dreckschwatt legen und dann sehen wir weiter. Der Verkehr hat wieder Probleme, den schalten wir jetzt erstmal einmal aus. Bin ich eigentlich nicht so der Freund von. Aber ich müsste jetzt den Spielstand neu einmal aufmachen. Und da habe ich jetzt gerade nicht wirklich Lust zu. Weil ich ja gerade mitten in der Aufnahme bin. Und ja. Deswegen schalte ich jetzt kurz den Verkehr aus. Okay, ich glaube, das war doch unsere letzte Tour erstmal. Tiermäßig. Weil wir nur noch 9.700 Euro haben. Wir müssen ja auch noch Sprit und so bezahlen. Und zur Not auch Futter zukaufen, dadurch, dass wir unsere Strohballen und alles nicht übernehmen konnten, die wir in den letzten Videos so gepresst haben und eingefahren haben, unsere 53 Strohballen und all so ein Kram. Da müssen wir mal schauen. Und unsere Silo-Gras, was wir hatten, die 106.000, sind ja auch weg. Da müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt machen. Deswegen wird zwei Wiesen auf jeden Fall Silo-Gras werden. Oder wir fahren eine die größte Wiese von uns ein mit einem Ladewagen, eine werden Silagebein gepresst. Aber erstmal gleich gucken, wie viel die überhaupt futtermäßig verbrauchen. Wir werden jetzt gleich nach der Tour anfangen, ein bisschen Versorgung zu machen. Wasser habe ich schon reingetan. Mit den einen Anhängern. Und ja. Läuft schon. So. Wir fahren natürlich wieder hier in die gute Tweten-Gasse hier gegenüber. So. Und so, dann haben wir jetzt 16 Tiere. Das muss auch jetzt erstmal reichen. Stellen wir den Tiertransporter hier hin. Ich weiß zwar, dass eine Fuhre nur noch 7.000 Euro kostet, dann haben wir noch knapp 2.000. Aber ich finde, das ist ein bisschen wenig Geld. Man, so, haben wir ja mal hier hingestellt. Den 614er nehmen wir mal eben mit rüber. Ja, dann fahren wir mit hier rüber. Hier sieht man auch, der ist mega spannend noch und so. Unsere Kornanhänger stehen auch noch nicht unter Dach und sauber. Müssen wir auch noch machen. Ja, vielleicht werden unsere Kornanhänger eh bald weggehen. Und wir werden uns eine neue alte dazu für kaufen. So. Hängen wir die noch eben an. So. Haben wir das auch. Und wenn wir jetzt unseren IAC und unseren John Deere, unseres Mähgespann mal eben schnell waschen.
Wie gesagt. Wie gesagt, der John Deere bekommt jetzt noch ein Kennzeichen, da werde ich mich wahrscheinlich gleich noch drum kümmern. Nach der Aufnahme. Schön John Deere sauber. Nun, ihr sehen wir mal am Ende auch mal eben sauber. Also nicht picobello sauber, so grob sauber machen wir den jetzt. So, das muss reichen. Weil wir jetzt ja eh noch mit den Arbeiten. Nämlich um die Tiere zu füttern. Flug müssen wir auch noch sauber machen. So. Und wenn wir mal uns ein Beinspieß holen. Mal ein Strohballen und ein Heuballen. Und wenn die mal unsere Kuhschale machen. Also jetzt streuen wir Stroh ein. Wunderbar, Ballen ist nicht mal leer geworden. Gucken wir mal, ob wir den hier irgendwo in eine Ecke reinstellen können. Alles so eng. Mal gucken, ob wir hier irgendwo vorne irgendwo was hin, hier irgendwo lagern können. Weil jetzt nehmen wir den erstmal mit in den Hauptlagerbestand wieder mit zurück. Den werden wir dann einfach hier flach vorlegen. Dann wissen wir, dass das der angefangene Ballen ist. So. Dann nehmen wir noch einen Heuballen. Da einer Heuballen umgekippt, aber ist nicht so schlimm. Oh, jetzt füttern wir jetzt mal schnell die Tiere. Nehmen wir gleich noch einen GPS-sedierten Ballen. Gucken, wie viel Heu jetzt reingeht. So, was sagen jetzt die Tiere? Ah. Graslage, Gras, Frischmais. So, unsere Lageballen müssen wir gleich mal reinschmeißen. Weil es ein GPS-Mais ist. Oder GPS-sediert ist. Jetzt müssen wir hier mal eben den Ballen da hinschieben. Den Ballen richten wir mal eben wieder auf. Nicht, dass wir uns vertun mit dem Ballen hier. Ja. Jetzt nehmen wir nochmal einen Silage. GPS-sedierten Ballen. Die haben wir fertig gekauft. Oder sind unsere eigenen von Spielstand übernommen. So. Mal gucken, ob da jetzt noch was von den GPS-Silageballen weggehen oder nicht. Das werden wir ja gleich sehen, wenn wir in den Stall sind.
4000 Liter hat er. Legen wir den hier einmal ab. Und gucken, ob er weniger geworden ist. Oder nicht. Habe ich mir nicht gedacht. Nehme ich gar nichts. Dann werden wir den IAC, den GPS-Ballen, einfach hier mal drinnen stehen lassen. Ich würde sagen, man hört sich in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Paulus. Ciao.